Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Foundation. Unser Kloster ist in Bau. Das wird richtig gut. Wir haben jetzt einen Steuereintreiber. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld. Das wird auch richtig gut. Also momentan finde ich, läuft es eigentlich ganz gut. Also sie sind vielleicht nicht alle super mega ultra happy, aber mit so einer durchschnittlichen Zufriedenheit von 83 ist das, denke ich, annehmbar. Ich lasse das hier schon mal weiterlaufen. In der Hoffnung, dass dann hier das Neueste. Ah, wir haben 77 Steinblöcke. Da kann man scheinbar das Fundament bauen. Mit 77. Oh, da wird was Neues gebracht. Was wird gebracht? Ah, da hinten irgendwo hin. Oh, er muss einen ganz großen Weg gehen, weil da hinten erst der Eingang ist, damit die Tür noch nicht steht. Oh, er hat noch mal ein paar Steine gebraucht. Das waren jetzt nicht so viele, aber es ist auch nicht schlimm. Er hat mit den Steinen hat er hier Holzplanken gebaut. Das ist, ja, ganz logisch. Okay. Oh, ja. Wer ist das hier? Das ist May 1846. Zufriedenheit. Oh je, du brauchst, was brauchst du denn? Nahrung, Dienstleistung und Waren. Okay. Dann musst du vielleicht einkaufen gehen. Weil ich verkaufe das ja alles. Kann ich davon schon was verkaufen? Nee, Honig und Kräuter nur. Ach, Kräuter, wie soll ich den Kräuter hängen? Kriege ich Kräuter noch? Kriege ich das noch? Ja, Kräutergarten. Haben wir schön im Kloster mit drin. Das wird gut. Also es wird richtig gut. Ich bin guter Dinge. Ach, oh, wie das früher ist, wenn man so ein bisschen nah rein. Also ganz langsam gibt es natürlich nicht, aber so schön, wenn den Weg mal so lang gehen. Ich finde es immer cool. Ich mag das, wenn man bei Spielen so nah rein kann und dann wirklich so, wie soll man selbst drinne stehen. Ich will jetzt selbst vor diesem Busch stehen. Hallo. Ach, diese Gesandten, die wollen immer das, was sie selbst nicht haben. Was wollt ihr denn? Fisch. Wie viel Fisch haben wir denn? Ja. Welche Punkte brauche ich denn? Welche habe ich denn verbraten? Kleruspunkte habe ich verbraten. Dann werden wir wohl dem Klerus helfen. Und dann muss ich mal ganz kurz den Fisch bevorraten. Danke. Und den Geräusch wieder losschicken. Nicht mehr bevorraten. Danke. Geld können wir immer gebrauchen. Vielleicht irgendwann auch noch ein Herrenhaus bauen, wo wir wirklich nur Schatzkammern drin haben. Damit wir einfach noch mehr Geld machen können. Obwohl wir damit ja schon ganz gut dabei sind, ne? So, wie sieht's aus? Hast du irgendwas anderes gebraucht als Steine? Nö. Steinblöcke meine ich natürlich. Okay, dann nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie wir diese Nahrung da, also die, was in der Küche da hergestellt wird, verkaufen sollen oder irgendwie Nutzen davon haben, aber ja, dann nicht. Das, was ich mal gucken wollte, ich kann die Nahrung auch nicht einlagern. Speicher. Das ergibt, was ich natürlich hier hinten damit hinpacken muss, ist ein Speicher. Damit wir hier den Honig, die Kräuter, den Wein, die Trauben unterbringen können. Dann würde ich den hier einfach daneben setzen. So. Gehört dann mit dazu. So. Warum? Okay. Ich merk's mir auch nicht, ne, dass ich da nicht draufklicken sollte. Es tut mir leid, aber wie sieht's aus? So. Perfekt, das ist doch schon mal gut. Das ist in Ordnung. Haben wir hier noch so eine kleine Kirche, für die hier oben. Ich denke, dann sind die auch ganz happy.
Was ist das denn? Häuser? Unterkunft? Kann das sein? Das Unterkunft fehlt? Das verstehe ich aber auch immer nicht. Ich meine, hier ist alles Wohngebiet. Warum die da nicht wohnen? Warum die da nicht bauen, besser gesagt? Das verstehe ich nicht. Und hier habe ich ja die Attraktivität von diesen kleinen Häusern auch immer überall erhöht. Also ich weiß es nicht genau, was das Problem ist, aber egal. Bis jetzt hat es irgendwie immer gelöst. Oh, es ist noch mehr gekommen. Jetzt werden scheinbar gerade erstmal die Steinböcke gebracht. Was auch Sinn ergibt. Ich glaube aber... Nee, 100 Glas brauche ich, glaube ich, wirklich nicht. Ich würde sagen, wir holen das bis zu 35 mal Glas. Ist wohl in Ordnung. Das sollte passen. Wir brauchen jetzt da 20, wenn wir dann 35 Glas auf Lager haben und irgendwo nochmal was bauen, was Glas benötigt, dann würde ich jetzt mal sagen, das kriegen wir hin. So, okay. Hier, der Stand ist natürlich jetzt leer, logisch, weil ich habe ja weder Honig noch Wein noch Kräuter. Ich dachte, ich könnte vielleicht die Nahrung verkaufen. Egal. Okay. Hier irgendwie was gucken. Barkeeper zugewiesen, Koch zugewiesen. Diese Woche wurde nichts verkauft. Nein. Naja. Das kriegen wir schon alles hin. Dass er auch wieder verkauft wird. Fahren die hier durch die Brücke durch. Ich wollte ja eigentlich höher machen, aber es ging halt nicht, ne? Naja, gut, okay. Dann stellt euch in die Brücke rein. Ich bin die Letzte, die da ummeckert, ne? Also wenn euch das nicht wehtut, wenn ihr in der Brücke steht, dann stellt euch in die Brücke. So. Wie sieht's hier aus? Ach, schon wieder eine Militärmission. Will ich eigentlich nicht. Florence ist verwundet. Extrem schwer. Ja, nö. Extrem schwer möchte ich jetzt einfach noch nicht machen. Könnte ich bestimmt, aber will ich gerade einfach nicht. Okay. Oh, hier wird gebaut. Alles klar. Okay. Wie sieht's hier aus? Oh, wir haben 60 mal Glas wirklich da. Alles klar. Wolle habe ich 17 Stück drin. Okay. Schon wieder Militärmission schwer. Ich meine, ich kann sie machen. Ach ja, komm, mach mal halt eine. Welche war jetzt? Florence ist verwundet. Florence bleibt zu Hause. Emilie, Richard, Elizabeth. Ich bin doch gerade dabei, was anderes zu machen. So. Level 4. Die nerven mich vielleicht mit ihrem blöden Befördern hier. Mann. So, genug Beförderung für heute. So. Florence bleibt zu Hause. Ein paar Neulinge noch mit dazu. Oh, Erfolgswahrscheinlichkeit extrem. Senden. Los geht's. Dann bleiben die erstmal zu Hause und entwickeln sich noch. Ja, hier schon wieder eine Militärmission. Ich bin doch hier nicht die Wohlfahrt. Oh, wir haben schon Holz da. Leute, es geht voran. Es wird zwar dauern, aber es geht voran. Okay, auch sehr abenteuerlich, wie die hier in den Steinen rumhacken, ne?
Also ich meine, wenn der jetzt hier hackt und da fällt einer runter. Ja, gut. Ich will da jetzt nicht sagen, dass es irgendwie gefährlich wäre oder so, aber. Ah, hier laufen unsere Soldaten. Tschüssi. Wo geht's denn hin? Geht's wahrscheinlich hinten raus, ne? Okay, ich wäre an der Stelle jetzt zu der Brücke gelaufen, aber okay. Ja, das meine ich, ne? Wir müssten hier vielleicht irgendwo nochmal eine Brücke hinmachen. Ich das wieder vergesse, ich baue jetzt eine Holzbrücke. So. Bitte. So, nee, ist ein bisschen hässlich. Ja, löschen. Ach, jetzt geht das mal ganz weg. Das ist ein bisschen nervig vielleicht. Okay, so vielleicht. Kann ich die bauen? Muss da eigentlich gehen, ne? Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Brücke zwischendrin. Oh, ein Wohnhaus wird ausgebaut, so Baubeginn. Ja, scheint nicht rumzumeckern. Welches denn? Ah, endlich werden die hier auch ausgebaut. Ah, das wollte ich eigentlich auch noch machen, so einen Springbrunnen ins Kloster packen. Ich glaube, das passt auch ganz cool. Dekoration, Springbrunnen. So, passt das hier hin? Eigentlich wäre es schon cool, ne? Und wir jetzt da natürlich auch noch den normalen Brunnen haben. Ja, doch, so könnte es eigentlich ganz. Ach, nee. Nee, nee, dann ich baue einen Springbrunnen lieber hier noch ins Wohngebiet oder so. Also die noch ein bisschen glücklich. So, vielleicht. Da, kommt da ein Springbrunnen hin. Die Warum? Ich merke es mir auch einfach nicht. So, danke. Jetzt ist die Steinbrücke gekommen. Ach, deswegen haben sie die noch nicht genutzt, weil die noch nicht komplett fertig war. Ach so. Sag mir das doch mal einer. Ah, die fahren ja in die Brücke rein und kommen auch nicht mehr raus. Alles klar. Oh, das, oh Leute, es geht voran. Es geht voran. Das wird so richtig gut. Lalala. Oh, das wird schon richtig gut. Oh, schon wieder eine Audienz. Alle Leute, hier, du nervst mich aber. Schon wieder Fisch. Habt ihr nicht genug Fisch? So ein bisschen Klerus. Ja, schon mal so ein bisschen Kleruspunkte, ne? So, Fisch einmal bevorraten, bitte. So, und dann kann man auch wegschicken. Nicht mehr bevorraten, danke. So, 200 Gold und 10 Kleruspunkte ist. Ist doch gut. So, genau. Oh. Ja. 80% schon auf eine Waffe. Aha. Eine Erfolgswahrscheinlichkeit extrem. Dann bleiben sie halt noch da. Genau, hier wollte ich ja noch einfach nur ein bisschen Bauplatz haben für weitere Produktionsgebäude. Ich würde halt sonst, wenn wir diesen Teil hier holen, da würde ich sonst einfach noch ein Wohngebiet hinzimmern. Wäre so meine Idee gewesen. Die hinten wird ja irgendwie nicht genutzt, warum auch immer. Ich kann noch mal. Gut, nee, so war es nicht gemeint. Eigentlich sehr hoch. Ich weiß nicht, warum die da nicht hinbauen. Hoch, hoch, sehr hoch. Mitte. Wir könnten natürlich auch müssten vielleicht das hier hinten auch noch kaufen.
Den Landstrich, dann haben wir hier einfach noch ein bisschen mehr Platz. Und können unser Fischerdorf erweitern. Können wir noch mehr Fische fangen. Ich kaufe das jetzt einfach schon mal. Und das hier kaufe ich auch schon mal. Dann haben wir es einfach. Ich würde auch hier die Grenzen einfach noch mal auf anzeigen lassen. Das ist so, Wohngebiet. Alles im Wohngebiet. Ja, Attraktivität ist hier hinten jetzt natürlich noch ein bisschen hässlich. Aber die kommt auch noch. So. Alles Wohngebiet, da packt man ein paar. Hier kann man dann so eine Brücke hinmachen. Okay, alles. Hier noch so eine kleine Brücke. Das wird gut. Bin ich fest überzeugt, dass das gut wird. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen, dafür mache ich das mal an, noch unsere Deko platzieren. Ne? Zierbäumchen, so. Ein bisschen Springbohnen in die Mitte. Ist doch ganz schick. Ja. Und schon ist die hoch. Und vielleicht auch nochmal eine unserer beliebten Schafsstatuen. Vielleicht drehe ich sie diesmal auch. So in den Baumarkt. Das ist eigentlich auch in den Berg so. Ich muss schon weiter runter. So. So. Mitte, Mitte, Mitte. Okay. Laden. Extrem schwer. Volkswahrscheinlichkeit hoch. Ja, komm, wir probieren es mal aus. So. Und dann. Oh, wir können hier noch ein paar neue Bäume. So. So. Pressen. Zaun, Zierstrauch, Zierstreuer können wir wieder platzieren. Dann haben wir hier vielleicht auch demnächst Leute, die Mitte, Mitte, okay, in direkt deiner Nähe ist es hoch. Hier so, oder hier so. Nee, will ich jetzt eigentlich gerade nicht so. Hoch. Straßenschild. Ja, wäre gut, wenn wir eine Straße hätten für so ein Straßenschild, ne? Dann packe ich hier noch eins hin. Ah, hier ein Straßenschild, da wo die Brücke hin soll. Und... Huch, nee, nicht noch eine Schafstatue. So. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal wieder auch ganz viel Platz mit hoch. Das sollten wir also hinkriegen. Sehr hoch, 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 sehr hoch. Das sollte funktionieren, hoffe ich. Dann würde ich jetzt einfach noch eine Holzbrücke in Angriff nehmen wollen. Hier drüben. So. Und dann können wir den Bau beginnen hier. Da habe ich hier nochmal so einen Übergang. Ich denke, das ist dann schon mal ganz schick. So, das können wir... Oh, falsch geklickt. Das können wir ausschalten. So. Keine neuen. Okay. Oh, das Kloster geht richtig ab. Ja, das, also es dauert natürlich noch, ich denke noch so 2 oder 3 Folgen könnte es dauern, bis das fertig ist. Ey, diese Daten waren siegreich, wie cool. So, perfekt. So, haben wir hier irgendwas zum Befördern? Ja, hier haben wir einen, da haben wir einen. Da ist auch noch einer. Und... Ja, die Soldaten können wir alle befördern. Genug Beförderung für heute. Bitte wegtreten. Danke. Oh, das wird gut. Das wird gut. Das wird gut. Jetzt habe ich gar nicht gesehen. Ach nee, die Belohnung kriege ich auch erst, wenn die wieder da sind, ne? Okay. Das. Ja, schon wieder ein Militär. So, nein.
meine, die können wir ja meinetwegen speichern und nach abarbeiten. Also die gehen natürlich nach einer Zeit weg, aber... Ja. Oh, hier, der eine Gang ist schon fertig. Ja, das wird so cool. Ach, das wird richtig cool. Ich habe schon richtig Bock auf das Kloster und die neuen Jobs. Lalala. Das wird richtig gut. Das wird einfach richtig, richtig gut. Ich bin der festen Überzeugung. Ja, hier war noch gar keiner. Ist auch nicht schlimm. Wir haben zweimal Schmuck, 12-mal Wein, 9-mal Speer. Wie geil. Oh, die Belohnung war richtig hammermäßig. Aber das ist richtig gut. Oh, ich könnte ihnen sogar Speere geben. Stärker als Schwert. Ja, dann kriegen die hier erstmal Speere. Wie cool. Oh, wie geil. Das ist richtig cool. So, dann haben wir jetzt mal alle Speere weg. Oh, dann muss ich jetzt mal gucken. Schwerter, ja, Speere selbst kann ich gar nicht herstellen. Okay, die kriegt man scheinbar nur. Das ist auch so cool gemacht, ja, also wie das halt wirklich so war. Holz angezündet, Erde drauf und dann einfach durchglühen lassen, bis man Holzkohle hatte. Das ist, ich finde das so cool, auch so viel. Viele Details und so, das ist einfach hammermäßig. Ach, das wird richtig gut. Oh, hier baut jemand ein Haus. Alles klar. Das ist gut. Aber hier hinten will irgendwie niemand wohnen. Ich weiß nicht warum, aber es möchte hier einfach niemand wohnen. Das kriegen wir schon hin. Die wollen hier schon noch hinziehen. Das weiß ich. Bin ich feste Überzeugung. Ja, das wird schon noch. Oh, wir haben schon 178 Leute, ne? Das ist ja Hammer. So, gucken, haben wir hier schon irgendwas Neues? Nö. Nee, wir haben keinen Prunk, ne? Oh, das würde ich mal gucken. Wie viel. Sehe ich jetzt natürlich nicht mehr. Ah, da kriege ich nur 5 Prunk. Echt? 2 Prunk, 2, 2, 50, 50, 3, 50, 2, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Okay, also es gibt ein bisschen Prunk, aber... Oh, hier gibt es... Da gibt es 4, 6 und 5. Ich dachte, es gibt ein bisschen mehr Prunk. Also 40 Prunk wird es nicht. Glaube ich nicht. Ich dachte, es gibt ein bisschen mehr Prunk, aber wir bauen ja bestimmt auch irgendwann noch mal ein paar Kirchen und so und dann kriegen wir noch mehr Prunk und dann kriegen wir irgendwann die Mönchstatue. Königreich Prunk. Okay. Arbeiterschaftsprunk. Ja, das sind... Oh, hier, ich kann mir den Handelsbonus holen. Das machen wir gleich mal. Steuerbehörde ist freigeschaltet. Ja, die beiden sind die letzten, die ich mir holen kann, ne? Na gut. Mal gucken. Ich bin auch gespannt, ob ich dann noch irgendwas... Vielleicht noch ein bisschen was... Hinzugefügt wird später halt einfach noch... Bettcherei. Stellt Fass... Ja, ich glaube, die Fässer brauche ich bestimmt fürs Dings. Könnte ich ja sonst schon mal machen. Bretter und Eisen und Werkzeug. Könnte ich ja sonst schon mal irgendwo hinstellen. Ach, hier sind wir jetzt negativ. Negative Sachen wollten wir hier mit hinpacken. So. So vielleicht. So. So.
Dann können wir schon mal ein paar Fässer herstellen. Ich denke, das ist gar nicht schlecht. Ja, es ist vielleicht blöd, dass wir die hier hinten lagern, aber naja. Fässer kommen hier mit rein. Können wir uns hier nochmal Träger zuweisen. Und durch die Brücke ist es dann noch nicht. Es ist schon ein bisschen weit weg, aber nicht mehr so mega weit weg. Ja, hier ist dann wieder Durchgang. Oh, das ist so cool. Oh, wir sind schon richtig weit eigentlich, ne? Also dafür, dass wir so viele Sachen brauchen, es geht echt schnell voran, finde ich. Aber das wird so gut. Leute, das wird richtig gut. Ich bin gespannt, wie weit wir in die nächste Folge kommen mit dem Kloster. Wie viel wir da bauen. Und wie weit, also wie viel dann schon fertig sein wird. Also ich habe schon richtig, richtig Bock, halt diesen Honig, den Wein und die Kräuter zu machen, dass wir endlich Luxusgüter verkaufen können. Wir können alle Marktstände erweitern. Also das wird einfach richtig gut. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf. Ich hoffe ihr auch. Also hoffe ich natürlich auch, dass ihr das nächste Mal mit dabei seid. Ich würde mich riesig freuen, euch das nächste Mal zu sehen. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und aktiviert dann einfach die Glocke, damit ihr auch keine neuen Videos mehr verpasst. Schaut auch gerne in meine anderen Let's Plays rein. Ich würde mich riesig freuen und dann sehen wir uns das nächste Mal.